Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Dicken Igel aus Hack. Ja, heute wird die große Mühlenfolge. Wir bauen die Mühle. Vorher werde ich aber, glaube ich, noch meine Quest fertig machen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Also erstmal gucken wir in die Verwaltung rein. Was läuft rund, was läuft schief? In der Stadt des Daxes. Wir sind ja jetzt eine Stadt. Haben wir letzte Folge freigeschaltet. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Dass wir bis jetzt noch mit einem Nahrungsmittellager auskommen, ist gut. Gegen vier Materiallager. Aber die haben wir auch nur, damit ich überall ein Lager habe zum Bauen. Wieder hat kein Stuff. Das ist die Werkzeuge herstellt, ja. Die andere. Da läuft es eigentlich ganz gut, ne? Ja. Schön. So. Scheune hat keinen Stuff. Ja, es fehlen die Körner zum und das. Und dann Tierfutter, ne? Ja. Naja, okay. Schnapp mir mein Pferd. Und dann gehen wir die Quest ab. Mit dem Quartiermeister-Lehrling. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. Schon wieder einige Tage her, seit ich das Spiel hier gespielt habe. Ey, das liegt jetzt hier schon seit, weiß nicht wie viele Jahreszeiten. Ich mach das jetzt mal weg. Es regt mich auf, dass das hier rumliegt. Gesalzenes Fischfilet. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das war's. Also eine Flasche Met war noch voll, der Rest war leer. Können wir bei uns ins Nahrungsmittellager tun. Da freuen sich meine Pawns. Also der Typ war doch hier außerhalb vom Dorf, oder? Oder von der Stadt, das ist ja auch eine Stadt hier. Irgendwo hier. Da ist er noch. Lubos. Warum das finstere Gesicht? Ich habe mich mit den Leuten in der Stadt unterhalten. Deine Fehler waren schlimmer, als ich dachte. Ich habe dir doch schon gesagt, dass sie viel zu wählerisch sind. Ich habe mir über jede Lieferung Gedanken gemacht. So schlimm kann es nicht sein. Ich möchte, das ist es. Ich konnte nicht alle Gegenstände zurückholen. Schau. Was soll ich damit anfangen? Die Hälfte fehlt. Hör zu, ich bringe dieses dreckige Kleid zu einer bezaubernden Dame, die ich hin und wieder besuche. Sie wird es für mich waschen. Ihr Vater hat in einer geheimen Speisekammer etwas Wein versteckt. Ich denke, das sollte reichen. Du gehst zum Diebstahl über? Das ist deine Lösung? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ah ja, Schreibfehler. Ich habe das alles schon geplant. Was dich angeht, du besorgst die restlichen Zwiebeln und Holzhämmer. Bring sie mir, wenn du soweit bist. Warum sollte ich das tun? Ich habe dir schon genug geholfen. Ich bin nicht dumm. Ich bin sicher, es war mein Meister, der dich gebeten hat, mir zu helfen. Niemand würde das uneigennützig für mich tun. Du bist sehr aufmerksam. Zu schade, dass du es nicht warst, als du die Waren ausgeliefert hast. In Ordnung, ich helfe dir. 10 Holzhämmer und 20 Zwiebeln. Willst du mich eigentlich verarschen? Gott sei Dank baue ich Zwiebeln an, Digga. Und ich kann das aus meinen eigenen Reserven nutzen. Du kleiner Pisser. Und wir sollen auf den nächsten Tag warten. Naja, gut, da können wir ja sowieso rüber reiten wieder. Wenn ich es hier über die Mauer schaffe oder wir schaffen es dran vorbei, das ist auch okay. Gegen den Baum geritten. Alter, jedes Mal dasselbe. Dass ich das auch nicht, ich check das nicht, ne? Aber mein Pferd ist, wie gesagt, wieder unverletzt. Toll, sehr schön. So, erstmal was essen. Achso, warte mal. Gesalztes Fischfilet können wir jetzt schon mal hier reintun. Das behalte ich noch. Oder ich pack das auch rein, getrocknetes Fischfilet. Dann haben wir einmal Met und dreimal Metflasche. Sehr schön. Was wollte ich eigentlich tun? Ich wollte was essen, aber es gibt gerade keine Mahlzeiten, die ich essen kann. Dann esse ich die Honigwabe. Die ich noch dabei habe. So.
Ich habe zwei Bretter gefunden, Holzstämme. Wie läuft's hier mit dem Laden? Ich würde gerne wissen, wie viel der schon verkauft hat. Ne? Aber er ist hier dabei, ne? Verkauft. Kauf am Tag. Wir verkaufen 108 Eier am Tag. Das läuft. Aber wir haben auch 242. Irgendwann sind die alle. Werde ich mir gleich mal noch die Zwiebeln sichern, bevor die verkauft werden hier. Wo haben wir denn jetzt Zwiebeln? Da. 20 Stück brauchen wir. Und Holzhammer. Warte mal, was brauche ich, um Holzhammer herzustellen? Holzstamm und Stock. Oh, ich habe noch 66 Holzhammer. Ja, easy. Wie viel brauchte ich davon? 10. Warte auf den nächsten Tag. Okay. Wir warten natürlich, wir warten nicht. Wir werden die Zeit natürlich nutzen, um schon mal einen Spot rauszusuchen für die Mühle. Und ich finde, dass hier oben, neben der Ruine, der ideale Spot ist für eine Mühle. Weil dann kann man sich die schön von weitem so übers Dorf aus ansehen. Hier, genau hierhin. Hier habe ich Bock drauf. Landwirtschaft, Windmühle. Ah. Wir hatten ja kurz einen Punkt, wo es okay wäre. Warum darf ich die hier nirgends hinstellen? Ach, jetzt. Jetzt natürlich die Frage, wohin sind die Flügel? Ich glaube, zu mir. Oder? Ich werde mich mal umdrehen. Ja, so. Ich hoffe, das ist okay. Holzstämme und Bretter. Naja, dann holen wir das schnell mal. Eine Mühle ist ja... wird ja traditionell immer an einen Spot gesetzt, wo auch Wind hinkommt. Das heißt, tendenziell immer auf einer Anhöhe. Wisst ihr, was ich meine? Damit einfach da der Wind richtig reingreift und dann auch Action macht. Bringt ja nichts, wenn... Oh, wir haben Materiallager 3 freigeschaltet. Schön. Oh. Mein Honigwaben... Buff ging gerade vorbei. Na, ist ja kein Problem, da esse ich halt noch eine. Kann ich halt weiter noch das schwere Zeug tragen. Ich hoffe, das ist richtig, aber ich glaube schon, mit der Leiter da hinten müssten die Flügel direkt aufs Dorf zeigen. Okay, und wir brauchen schon wieder neues Material. Material. Ja. Hier vorne kommen die Flügel dran. Oh, das wird sehr, sehr gut aussehen. Ja, die Schafe. So, wir brauchen noch Holzstämme. Und Bretter. Ich habe gar keine Bretter mehr. Ich hoffe, das reicht. Aber ich glaube schon. So ein Dachsegment braucht ja 12 Bretter. Und wir haben noch 2, die wir mit Bretter versorgen müssen, also 24. Und wir haben 32 Bretter dabei. Müsste reichen. Wir brauchen noch ein paar Holzstämme. Macht der Honig uns auch schneller? Ich glaube, der Honig macht uns auch schneller. Ich habe da unten einen Schnelligkeitsbuff. Müssen wir gleich die Flügel auch noch bauen? Brauchen wir dafür Bretter noch? Nö. Die baut er von alleine. Okay. So, Mühlenstein. Können wir natürlich Mehl herstellen. Geil. Schön. Werd ihr gleich mal ein paar Wege setzen? Ja.
müssen irgendwie auf die Straße kommen. Ja, sehr gut. Schön. Da können wir eigentlich gleich die Mühle einstellen und da jemanden reinsetzen. Warte mal, ich muss erstmal gucken. Materiallager 3. Glockenpfahl können wir jetzt bauen und großen Blumenkranz. Himmeli. Okay. Süß. Windmühle. 30% machen wir mal überall. Obwohl, wir können 33% machen. So. Jetzt brauchen wir nur noch einen Arbeiter dafür. Wir brauchen ja jemanden mit Landwirtschaft, ne? Guck mal, wir nehmen ihn hier. Niederlig. Weil der hat den höchsten Wert bei uns. Und dann hoffe ich mal, dass sich das Ding irgendwann dreht hier. Jetzt müssen wir uns das natürlich nochmal aus der Ferne angucken. Die gute Windmühle. Hier von der Brücke vielleicht. Ja, hier, ey, von der Brücke sieht schon geil aus. Aber wir gucken mal von den Feldern an. Weil die Windmühle schaut jetzt schön auf die Felder runter. Ja, guckt euch das an. So muss das sein. Da oben kriegt sie genug Wind. Schön. Schönes Ding. Also ihr seid jetzt hier nur zu zweit, ne? Ich habe euch den besten von euch hier rausgezogen. Das Problem, was jetzt nur ist, was mir jetzt eingefallen ist, ist natürlich, dass wir eventuell mit der Aussaat Probleme kriegen. Weil wir natürlich jetzt Mehl mahlen, aber wir können in der Scheune zum Beispiel schon mal sagen, dass da nicht gemahlen wird. Ach so, macht er sowieso nicht. Okay, gut, gut, gut. Nee. Der drischt nur in der Scheune. Verstehe. Das ist gut. Aber jetzt, weil wir jetzt mahlen, kann es natürlich dazu kommen, dass wir eventuell für die Aussaat nicht mehr genug Samen haben. Das müssen wir dann natürlich checken und dann müssen wir vielleicht nochmal Samen kaufen gehen oder so. Ja. Dass man das nicht einstellen kann. Dass man sagen kann, okay, du mahlst jetzt aber bis du nur noch, oder du malst, wenn du mehr Samen hast als. Das wäre geil. Weil dann könnte man einstellen. Ja. Das verdrischt er jetzt, also das malt er jetzt pro Tag. Dann könnte man nämlich einstellen, dass wir immer genug Samen haben zum Aussehen. Diese Funktion fehlt mir noch ein bisschen. So ein bisschen eine Verwaltung, dass da einer ein Auge drüber hat, damit ich das nicht machen muss. Also Materiallager 3 fühle ich noch nicht. Wenn wir irgendwann mal so viel Zeug anhäufen, dass das vom Platz her kritisch wird, ja. Aber nur damit das jetzt auch Stein ist, pff, nee. Wir nutzen jetzt knapp die Hälfte. Etwas mehr als die Hälfte der Lagerkapazitäten. Also. Absolut nicht so, dass wir jetzt sagen, wir müssen updaten. Upgraden. Wie auch immer. Was er jetzt natürlich auch hier verkaufen könnte, wäre Mehl. Du könntest Mehl verkaufen. Und zwar eigentlich sehr viel davon. Wo haben wir denn Mehl? Mehl ist kein Lebensmittel, ne? Mehl ist kein Lebensmittel.
Verdammt. Okay. Können kein Mehl verkaufen. Also zumindest, wir müssen einen neuen Stand aufmachen, um Mehl zu verkaufen. Schade. Dachte, es wäre ein Lebensmittel, aber nein, es wird ja, stimmt ja, es wird ja im Materiallager gelagert. Ist aber auch doof kategorisiert, oder? Dass Mehl kein Lebensmittel ist? Verstehe ich nicht so ganz. Aber was soll's. Ich will mal was testen. Ach nee, kann ich jetzt gerade nicht, weil Winter ist. Ich würde gerne mal testen. Was ist, vielleicht könnt ihr mir das in den Kommentaren beantworten. Was ist, wenn ich in den Feldschuppen, in diese Kiste vom Feldschuppen, etwas reinlege? Dann gehört das ja nicht zum allgemeinen Lager. Aber greift dann der Feldschuppen darauf zu. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel Dünger reintue. Alles, was wir an Dünger haben, tue ich in den Feldschuppen. Arbeitet der dann weiter oder sagt er, er hat keinen Dünger mehr, weil im allgemeinen Lager kein Dünger mehr ist? Oder nimmt er das aus seiner Kiste raus? Weil dann könnte ich, das würde ich gerade noch so hinbekommen, bei der Ernte der Körner sagen, ich lege die Körner, lege die Saat in den Feldschuppen. Genauso viel, wie die brauchen. Bevor es zermahlen wird. Geht das? Weil sonst ist mir das, glaube ich, einfach zu viel Work. Dann würde ich lieber die Windmühle ohne Arbeiter lassen. Würde ich lieber mit Körnern in die Windmühle gehen, um das dann zu malen, ich selber. Anstatt, dass mir da ein NPC meine Saat vermalt. Und ich dann wieder in die Stadt reiten muss, muss neue Saat kaufen, muss wieder zu... Also, das ist mir zu viel. Aber ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das macht. Wie macht ihr das? Also, ich kann mir zumindest vorstellen, dass viele die Windmühle einfach unbesetzt lassen. Genau aus diesem Grund. Weil es halt schwierig ist. Wir hatten schon lange nicht mehr, dass irgendwie Werkzeug fehlt, ne? Aber wir haben halt auch echt viel Werkzeug produziert. Billo-Werkzeug, aber Werkzeug. So langsam kommen wir in die Region, dass die Häuser, die aus Holz gebaut sind, langsam an Haltbarkeit verlieren. Also, dass die langsam unter 50% fallen. Und eventuell dann repariert werden müssen. Oh mein Gott. Sie dreht sich. Das ist schon schön. Allein dafür lohnt es sich schon, einen NPC da einzustellen. Dass man einfach vom Weiten beobachten kann, wie es sich dreht. Das ist schon nice. Was haben wir denn jetzt noch an Technologie, was wir noch freischalten könnten? Hier haben wir alles fertig. Hier fehlt uns noch Kräuterhütte 2 und Fischerhütte 2, aber das ist... muss man jetzt nicht unbedingt. Hier haben wir auch alles fertig, hier haben wir die Windmühle. Und hier fehlt uns noch richtig viel. Werkstatt 3, Schmiede 3, Näherei, Schenke. Die Schenke, meine Freunde der Nacht. Das ist noch so ein Point, wo ich sage, okay. Die Schenke macht nämlich Alkohol. Da müssten wir noch hin. Aber wir nähern uns langsam den Point, wo wir so viel freigeschaltet haben, dass ich sage, ich warte lieber aufs nächste Update, bevor ich hier mit diesem Dorf weitermache. Beim nächsten Update
kommt ja dann noch viel mit Kampf und so dazu. Und da könnten wir vielleicht nochmal in das Dorf hier reinschneckern. Oder sagen, wir bauen ein neues Dorf. Aber ja, weil hier, was soll man hier noch so viel machen? Wisst ihr, was ich meine? Wir haben eigentlich alles schon so gut es geht gemacht, was man machen kann. Klar habe ich noch Quests offen, die kann ich auch noch machen. Ja. Aber wisst ihr, was ich... Versteht ihr den Gedankengang, den ich habe? Es ist nicht mehr so viel zu tun. Ich bin nicht mehr so am Rotieren. So, ich habe hier mal eine Bank hingebaut, weil ich das ganz guten Spot finde. Weil hier kann man so schön sitzen und dann so gucken, wer aus dem Dorf rausreitet oder geht. Ne? Finde ich nice. Eine Bank könnte ich noch machen. Was sind das hier? Emotes. Habe ich ja noch nie entdeckt. So, eine Bank. Eine Holzbank könnte eventuell noch hier hin. So, dann gehen wir mal in den nächsten Tag. Das müsste dann der letzte sein. Im Winter. Oh, hat sie gerade gehustet? Bist du krank? Ich hoffe nicht. Schon wieder scheiß Wetter, Alter. Ich habe im Winter nie Glück da. Bei mir schneit es immer, es ist immer mega kalt. So, wir können die Zwiebeln und die Holzhämmer abliefern. Das machen wir auch gleich mal. So, schläft der noch? Ey, alle anderen arbeiten draußen schon. Steh auf! Ich habe die fehlenden Gegenstände. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe meine auch. Also, alles ist vollständig und muss nochmal ausgeliefert werden. Das ist die eine Gelegenheit, deine vorherigen Fehler wieder gut zu machen. Vergeude sie nicht. Es ist nicht so einfach. Du musst wissen, ich habe eine... Alter, soll ich jetzt für den das ausliefern noch? Ich habe eine Liste, der waren, hat sie mir gegeben, aber sie ist... Ich verstehe sie nicht. Versuchst du mir zu sagen, dass du nicht lesen kannst? Einfach großartig. Es war nie nötig. Meister Dervan hat mich mit dem Zettel überrascht, aber ich habe ihn angenommen. Ich wollte nicht zauderlich auf ihn wirken. Jetzt kann ich nicht einfach einen Rückzieher machen. Er würde sein Vertrauen in mich verlieren. Warum kommt es mir so vor, als würdest du diese Ausbildung hassen? Das ist doch Unsinn. Ich bin extra in die Stadt gekommen, um unter Dervan zu lernen. Ein angehender Quartiermeister sollte lesen können. Du solltest dich mehr anstrengen. Vielleicht werde ich das eines Tages, aber ich kann es nicht über Nacht lernen. Also hilf mir. Ich brauche diese Anstellung. Sicher, was brauchst du dieses Mal? Sieh dir die Liste an und lies sie mir vor. Ich will endlich mit dieser Aufgabe fertig werden. Ich will nicht zusehen, wie du wieder alles durcheinander bringst. Auf der Liste stehen nur 4 Namen. Ich kümmere mich selbst drum. Ja, komm, mach ich's halt. Mach ich's halt selber. I love it when it's busy. Boredom is a silent killer. Maslav. Ich glaube, diese Kleidung war für jemanden aus eurer Familie bestimmt. Du bist zu spät, das Kleid war für den Geburtstag meiner Tochter bestimmt. Die Feier war vor Tagen. Ich habe mich vor allem blamiert. Alles, das ich für sie hatte, waren Glückwünsche und Segen meines Vaters. Es tut mir leid, das zu hören, aber du solltest froh sein, dass es überhaupt angekommen ist. Die Straßen sind in dieser Tage gefährlich. Warum sieht das aus, als hätte jemand darauf rumgekaut? Es sollte doch unbenutzt sein. Es hat einen langen Weg hinter sich, um zu dir zu kommen. Es muss nur etwas geglättet werden. Gut, gib her. Manche sagen, dass Geschenke, die ohne Anlass verschenkt werden, einen größeren Eindruck machen. Ich will nur, dass mein kleines Mädchen glücklich ist. Lieber spät als nie. Das ist alles, was ich tun konnte. Ich hoffe, es gefällt ihr. Okay, okay. Wer ist the next one? Krug feiner Wein. Da müssen wir in die Stadt, so wie es aussieht.
Kann ich hier durchreiten? Ja, kann ich. Hopp. Nein, bleib doch stehen. Rückwärts ranhaken. Piep, piep, piep. So, Barlim. Dieser Krug Wein hätte schon vor einer Weile an die Schenke geliefert werden sollen. Ja, in der Tat, dieser Wein ist eine Spezialität des fruchtbaren, fernen Tals. Ich habe sehnsüchtig darauf gewartet. Irgendwann hätte ich sogar alle Hoffnung aufgegeben. Dein Warten hat sich gelohnt, Lubos. Der neue Lehrling hat den Krug die ganze Nacht über vor der neugierigen Menge bewahrt. Das ist wunderbar. Also wurde das Siegel des Kruges nicht gebrochen. Nun, Derwan und Lubos mussten ihn probieren. Ich habe auch einen Schluck bekommen, aber wir haben ihn mit Wein aus der Gegend wieder aufgefüllt. Oh, ich hoffe, das hat den Geschmack nicht verfälscht. Du sagst, es war nur ein bisschen. Nun, ihr habt einen Schluck dafür verdient, dass ihr eure Mühe, dass ihr die Mühe gemacht habt, ihn zu beschützen. Kein Problem, mach's gut. Oh, ich habe Apfelwein bekommen. Schön. Ein Sack Zwiebeln. Da vorne, okay, alles klar. An sie hier. Ich glaube, dieser Sack ausgewählter Zwiebeln ist für dich. Endlich! Ausgewählt oder nicht, eine Zwiebel ist eine Zwiebel. Das reicht mir völlig. Meine Gerichte waren viel zu lange fade ohne diese entscheidende Zutat. Warum hat Derwan so lange dafür gebraucht? Wir hatten nur sehr kleine Zwiebeln auf Lager, du weißt schon, die für schwere Zeiten. Derwan und Lubos mussten sie noch ein bisschen wachsen lassen. So schnell? Wie haben sie das gemacht? Sag mir nicht, sie haben sie bei sich zu Hause eingepflanzt. Diese Zwiebeln sind allerdings ziemlich anständig. Schön rund, glänzend und mit einem scharfen Geruch. Ich muss sie nach ihrer Methode fragen und es einmal selbst versuchen. Ich glaube, das ist ihr Geheimnis, aber du kannst es ja mal versuchen. Oh, naja, ich habe ohnehin keine Zeit für Gartenarbeit. Es wird höchste Zeit, dass ich ein paar saftige Gerichte mit einer feinen Zwiebelsoße zubereite. Jetzt gibt es endlich wieder einen guten Grund für Tränen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass du sie angenommen hast. Meine Augen haben schon angefangen zu tränen. Mach's gut. So, jetzt müssen wir noch das Paket mit Holzhämmern abliefern, da drüben. Na los, komm. Gerd, mach dein Ding. Dieses verspätete Paket mit Hämmern ist für dich. Vielen Dank, keine Sorge, ich suche nach einem Lehrling, deshalb die große Anzahl an Hämmern. Allerdings habe ich bisher noch keinen gefunden, also hat mir die Verzögerung nicht geschadet. Warum hat eine erfahrene Handwerkerin wie du ihre Holzhämmer nicht einfach selbst hergestellt? Das ist eine Verschwendung von wertvollem Holz für mich. Ich habe Derwan gebeten, so viele ungewollte und ungebrauchte Werkzeuge wie möglich einzusammeln. Die sollten für einen Lehrling genügen und wenn sie kaputt gehen, wäre es kein Verlust. Das ist verständlich. Mach's gut. Okay. Piep, 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 piep. So, jetzt können wir nach Derwan. Der steht ja auch gleich. Ich habe Lubos bei einem Fehler mit den Auslieferungen geholfen, den er gemacht hatte. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat er diesem Schlamassel etwas gelernt? Er war die meiste Zeit ziemlich irritiert, aber vor allem anderen würde es ihm zusätzliche Arbeit ersparen, wenn er lesen könnte. Ich weiß, dass es ein Problem mit seiner Einstellung gibt. Der Junge sollte lernen, dass nicht jeder Auftrag eine spannende Herausforderung darstellt. Manche sind unangenehme Pflichten, die erfüllt werden müssen, um weiterzukommen. Nach allem, was du gesagt hast, ist es nicht allein seine Schuld. Auch ich bin in der zusätzlichen Arbeit schuld, denn ich hatte keine Ahnung, dass Lubos nicht lesen kann. Vielleicht wird es Zeit, ihm ein Ultimatum zu stellen. Gehorche den Anordnungen, boah, und lerne oder geh deinen eigenen Weg. Er hat gerade erst angefangen und er lernt noch. Schreiben wir ihn noch nicht ab und geben wir ihm etwas mehr Zeit. Hör zu, Lubos ist ein stolzer junger Mann, genau wie sein Vater. Ja, ich kannte seinen alten Herrn. Aber ich werde dich jetzt nicht mit dieser alten Geschichte langweilen. Du solltest nur wissen, dass der Junge schon seit Jahren ein Waisenkind ist und viel durchgemacht hat. Ich will nicht, dass er wieder alleine durch die Welt wandern muss. Das würde erklären, warum er so grob und ungehobelt ist, armer Kerl. Ich werde ein Auge auf ihn haben, komme uns später wieder besuchen. Du bist immer willkommen. Dann bis zum nächsten Mal. Reputation 900. Geil.
Sehr, sehr schön. Neue Quest, alte Gewohnheiten? Warte auf die nächste Jahreszeit. BTF, okay. Okay, okay, okay. Aber vorher würde ich sagen, war es mit dieser aufregenden Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Ein Like unter das Video und vielleicht schreibt ihr auch einen Kommentar. Ich habe ja auch eine Frage gestellt, ich weiß zwar nicht mehr welche, aber schreibt einfach einen Kommentar. Das hilft dem Algorithmus, das hilft mir und das hilft den Videos, dass sie halt mehr gesehen werden. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.